Sie sagen dir, wenn du nicht uns gehorchst und bei uns unterwürfig bist, dann werden wir dir das auf die harte Tour beibringen. Sie würden keine anderen Herrschaften neben sich dulden. Sie haben dir die Luft zum Atmen genommen. Sie haben es dir schlecht gehen lassen. Schmerzen wie Kopfschmerzen und Nackenschmerzen haben sie dir bereitet. Sie wollten auf jede erdenkliche Art und Weise es dir schlecht gehen lassen. Auch schlugen sie dich, und das bei dir über Jahrzehnte. Dazu haben sie Stoffe, die aus dem Rotlichtmilieu und aus dem Silicon Valley oder anders herkommen. Sie können damit einiges mit dir anstellen, dich sofort einschlafen lassen oder dich durch die Hölle der Körperzustände schicken. Sie sind sadistische, grausame Bestien, die die Herrschaften hier sind. Und die Personen, die für sie gefährlich werden können oder die ihre Brutalität anzweifeln, so mit verschiedenen Sachen beeinflussen wollen. Sie haben Einfluss durch ihre Stellung in der Gesellschaft und sie können andere Personen sehr schaden. Du hättest auf deinen Pfarrer hören sollen, hörst du noch von ihnen. Denn der Pfarrer erzählte den Jugendlichen immerzu von Herren und Sklaven, die es gibt. Es würde in der Bibel stehen und dass man den Herrschaften bedingungslos gehorchen muss. Davon erzählte dieser perverse Herr Pfarrer. Und er sagt, das ist die göttliche Ordnung. Ich bezweifle das entschieden. Ich mache dort nicht mit. Sie werden mir einen Schmerz nach dem anderen bereiten. Und sie werden wieder mich mit ihrem Einfluss in der Gesellschaft, mich wieder in die niederen Gesellschaftsschichten schicken oder sie zerstören mich sogar. Sie sagten, es ist nicht allzu lange her, da mussten sie eine Person töten. Denn diese Person wollte einfach den Herren der Welt, wie sie sich nennen, nicht gehorchen und unterwürfig ihnen sein. Was soll das für ein Leben sein, wenn man von so welchen Personen, die sich die Herren der Welt nennen, sich herumschützen lassen muss? Sie sind sadistische Monster, die durch ihre zurückgebliebenen konservativen Einstellungen zu anderen Personen nicht auf den Gesetzen des Landes stehen und die das altertümliche Prinzip der Herren und Sklaven wieder haben wollen. Ich werde sie nicht gewinnen lassen, des stärkeren Recht. Dann sollen sie mich doch töten. Unter einer Herrschaft von sadistischen, grausamen, fiesen, miesen, brutalen Bestien, die angeblich Menschen sind, unter ihrer Herrschaft will ich nicht leben.